Charlotte, wir haben uns bei Jazz Baltica kennengelernt, allerdings nicht hier. Das war in Salzau noch. Ich glaube in Salzau. Also vor 5 Jahren. Nee, also Salzau, da war ich 2010. Da hast du den Preis gekriegt. Ja, das ist jetzt schon 9 Jahre. 9 Jahre, ja. Boah. Ja. Mittlerweile lebst du auf beiden Seiten des Atlantiks, in den USA und hier. Mich interessiert natürlich tierisch, was dazwischen passiert ist, zwischen diesen 9 Jahren und wieso das so ist. Aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Wie bist du überhaupt zu dieser Musik gekommen und zu diesem Instrument? Was war der Treiber dazu? Also in Kurzfassung ist die gesamte Geschichte so, dass ich Klarinette lernen wollte, aber nicht genug Luft hatte und meine Finger irgendwie zu kurz waren. Und dann bin ich in den nächsten Raum von der Musikschule und da war Querflöte und dachte ich, ja, nehme ich das. Habe ich Querflöte angefangen und 10 Jahre klassisch Querflöte gespielt und parallel auch angefangen, Jazz zu spielen auf der Flöte. Und meistens war ich aber nicht so gut zu hören. Also es war meistens zu leise und dann habe ich Saxophon angefangen, ganz pragmatisch. Die Tröte ist ein bisschen lauter. Genau. Das Altsaxophon hat ja eine lange Tradition. Ich meine, das ist klar, logisch, es gibt die schon vor Charlie Parker, aber mit Charlie Parker und vor allen Dingen mit den Nachfolgern, da gibt es ja einige, die haben das dann eher so als Sportgerät benutzt, so mit dem Ding schneller, weiter, höher. Ist ja gar nicht dein Ding. Nee, ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch mit der Flöte ein bisschen zusammenhängt, dass meine Soundvorstellung von Anfang an eine andere war und eher ein bisschen mehr in die klassische Richtung ging. Also am Anfang konnte ich eigentlich nur Paul Desmond hören, alles andere habe ich nicht verstanden, was daran gut ist. Das verstehe ich mittlerweile auch und ich liebe Charlie Parker und Coltrane und alles total und die sind über die Zeit so Einflüsse von mir geworden, aber ich musste mich total daran tasten an ein Instrument, was erstmal nicht unbedingt einen runden, warmen Sound hat, außer man arbeitet da total viel dran und das ist dann so mit zum wichtigsten Ding meines Spiels eigentlich geworden, dass der Klang erstmal da ist und ich im Prinzip eher eine dunkle und eine Soundvorstellung wie fürs Tenorsaxophon habe, aber eben auf dem Altsaxophon. Jedenfalls hast du einen wunderschönen Ton, also der ist ja sehr warm und sehr... Danke. Es hat also geklappt. Es hat offensichtlich, oder? Ja. Und er trägt auch sehr weit, auch deine, habe ich jedenfalls den Eindruck, ich weiß nicht, ob es stimmt, deine Gedanken, also wie du den Melodiebogen denkst, du denkst ihn sehr weit nach hinten und spannst ihn dann auch bis dahin. Ist es so? Das würde ich sagen. Im besten Fall ja. Also du denkst irgendwie ganz weit weg dann, wo du hin willst und spielst darauf hin. Ist das so? Ja, ich versuche einfach im Moment und gleichzeitig im Voraus zu hören. Beides. Und konzentriere mich aber meistens eben wirklich auf den Klang und wie der trägt und wie die Luft sozusagen alles verbindet und dann kommt das dabei raus, was man hört. Hat das einen Einfluss, dass du auf beiden Seiten des Atlantiks lebst? Weil es ist ja so ein bisschen auch deine Denke, wenn du hier bist, wirst du wahrscheinlich, natürlich bist du eben hier und jetzt, klar, aber dennoch sind ja ein paar Gedanken auch dann drüben und umgekehrt, denke ich mir. Auf jeden Fall, also tatsächlich lebe ich wirklich nur drüben. Nur? Und bin aber oft hier. Ah, okay. Genau, also ich habe jetzt hier keine Wohnung mehr oder so, aber bin ziemlich oft hier, weil das Liesbeck-Quartett eigentlich, seitdem ich in New York lebe, 2-mal pro Jahr tourt. Und ich bin also mindestens 2-mal pro Jahr da und manchmal auch öfter, weil noch Familiensachen sind oder Leute heiraten und man muss dann auch mal kommen. Und, das ist doch schön. Deswegen denken, glaube ich, viele, dass ich hier auch lebe, aber eigentlich wirklich drüben und bin da total glücklich mit meinem Leben und habe mir über die letzten 7 Jahre jetzt da einiges aufgebaut, sodass es sich wirklich nach einer guten Basis anfühlt. Okay. Also was man hört, soll das Leben drüben ja gerade für Musiker wesentlich härter sein als hier. Ist das so? Das ist in vielerlei Hinsicht so, weil alles sehr teuer ist, Mieten sind teuer, Gigs zahlen wenig oder nichts. Die meisten Musiker zahlen ihre Bands aus eigener Tasche, weil die Veranstalter eigentlich nichts zahlen. Oder es gibt dann in New York City selber halt 2-3 Orte, die feste Gagen zahlen, aber der Rest vieles ist auf Tür und man muss dann als Bandleader gucken, wie man
seine Jungs und Mädels irgendwie bezahlt. Aber manche Sachen sind auch einfacher. Also für Privatunterricht, wenn man Unterricht gibt, kriegt man im Vergleich sehr viel mehr Geld. Natürlich sind die Lebenshaltungskosten höher, aber ich denke auch manchmal, viele Sachen sind für mich im Moment da auch leichter vielleicht, also als wenn ich jetzt nach Berlin zurückgehen würde. Aber man kann das nicht so eins zu eins sagen. Okay. Vieles ist schwieriger, aber wenn man sich dran gewöhnt, geht es, und man muss einen langen Atem haben, auf jeden Fall. Ja. Sonst wäre das nichts. Im doppelten Wortsinn bei dir. Ja. Du hast ja vor kurzem ein ganz interessantes Projekt mit einem Chor gemacht, und das hast du finanziert über Crowdfunding. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie das finanziell funktioniert und dann auch, wie es ästhetisch funktioniert? Genau, ich habe vor 2 Jahren ein Stück komponiert für einen großen gemischten Chor. Cantus Domus heißt der in Berlin. Es ist ein Laienchor, der aber extrem gut ist. Und meine New Yorker Band Wood River, wo ich Synthesizer spiele und singe und Saxophon auch mit Effekten und so. Und es ist so ein einstündiges Stück. Und das wollen wir jetzt eben aufnehmen und haben uns dafür viele Fördergelder beworben, haben so gut wie nichts gekriegt. Und deswegen habe ich halt ein Crowdfunding gemacht, was den tollen Nebeneffekt hat, dass einfach viele Menschen wissen, dass es das gibt. Zum Beispiel du. Stimmt, du hättest das sonst vielleicht gar nicht gewusst. Bin mal gespannt. Und das ist natürlich toll, weil... es ist das Aufwendigste, was ich je gemacht habe. Ich bin dabei, glaube ich, auch ein paar Jahre gealtert. Aber ich bereue es überhaupt nicht. Ich bin total froh. Und bin auch froh, dass dieses Crowdfunding geklappt hat. Sonst wird es nämlich dann auch irgendwann schwierig. Aber das funktioniert so, dass man im Prinzip Geld sammelt, einen bestimmten Betrag, und dafür aber auch was kriegt. Also die Leute, die einen unterstützen wollen, investieren im Vorhinein in CDs oder Platten oder verschiedene andere Sachen, die ich mir ausgedacht habe. Ich muss, glaube ich, 3 Songs komponieren für Leute jetzt. Das habe ich nicht bedacht, dass das bestimmt auch Leute wollen. Jetzt muss ich halt noch ein bisschen arbeiten. Und irgendeiner will ein Hauskonzert mit mir in Berlin. Und einer will einen Kuchen haben mit der CD. Also da muss man sich dann halt klar machen, dass das Leute dann auch wollen. Und dann muss man halt noch ein bisschen mehr arbeiten. Aber man hat halt erstmal das Geld, dass man das Studio bezahlen kann, dass man die Leute bezahlen kann. Produktionskosten und so, ne? Was dann im Nachhinein ja hoffentlich dann über Verkauf und Konzerte und so wieder reinkommt. Das gibt aber dann auch einen ganz interessanten Kontakt zu Leuten. Also wenn du jemanden Kuchen backst oder bei dem Hauskonzert gibst, finde ich ja schon interessant. Ja, also es ist mega anstrengend. Also wenn einer von euch mal ein Crowdfunding machen will, ist es wahnsinnig nervig, aber es lohnt sich am Ende, wenn es klappt. Man muss nämlich die ganze Zeit Leute eigentlich daran erinnern und nerven, dass das ganz toll ist und sie ganz doll einen unterstützen müssen. Also ich musste sehr über meinen Schatten springen, aber am Ende bin ich jetzt total froh, weil eigentlich so ein Projekt sowas braucht. Und auch jetzt haben, glaube ich, um die 200 Leute das unterstützt, und da gibt es jetzt natürlich eine persönliche Verbindung viel mehr, als wenn man sagt, hier ist übrigens noch eine CD, wer will die haben? So. Und das ist ganz schön. Und ja. Also das nächste Mal werde ich einen Kuchen bei dir bestellen, mit Sicherheit. So kriege ich jetzt erstmal eine CD, aber da bin ich auch sehr gespannt drauf und freue mich auch drauf. Ja, jedenfalls ganz lieben Dank, dass du heute hier warst. Charlotte mit ihrem Liesbeck bei dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you.